Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Jazzfreunde. Herzlich willkommen in der Kölner Philharmonie zu einem weiteren Konzert der WDR Big Band. Diesmal gilt es, einen Mann zu ehren, der in der Vergangenheit Jazzgeschichte geschrieben hat, als Journalist und als Schriftsteller, Joachim Ernst Behrendt. Ja, er war Mitbegründer des Südwestfunks schon 1945. Und ich meine, man könnte über ihn Stunden reden, weil es ist einfach so viel passiert mit Joachim Ernst Behrendt. Aber ein paar Eckpunkte ist vielleicht zu sagen, er war Leiter des Berliner Jazzfestivals von 64 bis 72, hat enorm viel in Deutschland für den Jazz getan, enorm viel. Es kommen dazu sein Jazzbuch, was nach der vierten Auflage über 1 Million Mal, das ist Wahnsinn. Und ich glaube, in mehr als 20 Sprachen ist es übersetzt worden, also Anerkennung in Japan, in Amerika. Und er hat ja nun auch sehr viel gemacht mit der Schallplattenfirma in Willingen, Brunnerschwer mit Saba, Veröffentlichungen. Unter anderem auch die Clark Boulon Big Band 67 mit Sax No End, was heute hier aufgeführt wird, ein Engagement von Francis Boulon. Also es ist, und was man sagen muss, was er heute macht, es ist ein totaler Antifaschist. Und er hat begonnen, Jazz zu hören vor dieser Zeit mit dem Südwestfunk unter Schwierigkeiten. Und er hat dies transportiert. Und jetzt ist Joachim Ernst Behrendt in dieser Geschichte Südwestfunk, Olympische Jazz, Olympiade 72 in München, hat er das, die künstlerische Leitung übernommen. Er hat auch junge Musiker transportiert. Er hat also sehr, sehr viel getan. Und parallel muss man sagen, in den letzten Jahren hat er sich ja ein bisschen vom Jazz zurückgezogen. Ne? Du kennst das, Nada Brahma und diese Geschichten hören und eine andere Sensibilität. Aber ich glaube, die Liebe zur Musik bleibt natürlich. Und was sehr schön ist hier heute mit verschiedenen Gästen, die kommen, das sind also Gäste, die zum größten Teil auch Bindungen zu Behrendt haben. Sprechen wir von Albert Mangelsdorf, der heute hier ist. Behrendt machte das erste Konzert mit Albert 1949. Ja. Er begann 49 Konzerte im Südwesten zu machen. Er begann 54 eine Serie, die also revolutionär war, ein Fenster aus Jazz. Ja. Die jetzt teilweise wiederholt wird in der Anlehnung 75 Jahre, 75. Lebensjahr Ernst Behrendt. So, er hat sehr viel gearbeitet. Zudem kommt Lee Konitz, ein ganz großer Musiker. Lee Konitz ist eine Bindung. Albert und Lee kennen sich seit 1953, haben im Duo gespielt in den 60er Jahren. Also du siehst, die Achse stimmt hier. Und ein Saxophonist ist dabei als Gast, den ich besonders gerne mag und mit dem du seit über 20 Jahren regelmäßig spielst, Gerd Dudek. Ja, der. Nun, Gerd, ja, in der Tat spielen wir so lange. Und Gerd gehört in Deutschland zum Besten, was wir haben. Ich denke darüber hinaus sogar. Und ich denke, da gibt es auch wieder mit Behrendt. Behrendt machte in Baden-Baden eine Art Hommage an John Coltrane vor vielen Jahren. Da lud er Gerd Dudek und Alan Skidmore und Leszek Zadlo ein. Und Gerd ist einer der großen. Denk mal, Gerd war in dieser wunderbaren Saxophon-Section mit Derek Hampel von Kurt Edelhagen 1960-64. Ja. Und Bindung zu Behrendt. Um nochmal zurückzukommen auf den großen Lee Konitz, diese Zeit um 49-50 mit dem Gitarristen Billy Bauer, mit der Musik von Lenny Tristano, die Jazz-Fachleute nannten es nachher Cool Jazz, was er gemacht hat. Er hat eigentlich den freien Jazz schon vorweggenommen, hat sehr viel eingebracht. Er war in der Big Band bei Stan Kenton 52-53 und das sind nun wirklich Gäste mit der WDR Big Band. Darf ich natürlich nicht vergessen, Ellen Merrill, die Sängerin, die großartige Sängerin, die mit Miles Davis schon in 50er Jahren war, die lange in Europa gelebt hat, über 8 Jahre auch dann in Japan. Und hier werden Arrangements von Jill Evans, dem großen Jill Evans, vielleicht kennst du aus der Zusammenarbeit mit Miles Davis. Das war eine weiß-schwarze Kombination. Ne? Ja, ja. Das ist vielleicht ganz gut zu sagen, nochmal auf Lee zurückzukommen. Es war diese Chicago-Schule, die Cool Jazz, dagegen stand der schwarze Hot Jazz. Das waren also zwei Linien. Und das hier mit der WDR Big Band unter Leitung von Bill Dobbins. Nicht zu vergessen als Schlagzeuger, der seit 1990 regelmäßig nach Köln kommt, Dennis Mackerel, der vor einigen Wochen bei der erstmaligen Aufführung live von Escalator Over the Hill von Carla Bley gespielt hat. Und ein anerkannter Mann. Und er wurde hier eingeführt 1990, glaube ich, war es rum, von dem verstorbenen Mel Lewis. Ein großartiger Schlagzeuger. Und jetzt, um die Gäste aufzuziehen, die WDR Big Band, ein Hommage an dem wirklich, muss ich sagen, großen Joachim Ernst Behrendt, der es allemal verdient hat, wenn er auch sicher durch Schwierigkeiten gegangen ist. Und du weißt, es zeugt immer Neid, wenn es da oben geht und du hast Schwierigkeiten. Und Jazz ist ein ganz sensibles Pflaster. Es ist sicher nicht ganz einfach. Und dann haben wir Lee Konitz, Albert Mangelsdorf, Gerd Dudek, Helen Merrill, Dennis Mackerel, WDR Big Band unter Leitung von Bill Dobbins. Das allemal lohnt sich. Dankeschön, Ali. Ich, meine Damen und Herren, wünsche Ihnen nun viel Vergnügen. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Das rührt mich alles so sehr, was hier passiert. Es ist einfach too much for me. Und dieses Stück, wissen Sie, 1936, da war ich 14, da bastelte ich Radioapparate und wollte ausländische Sender hören. Das war schon damals so. Meine ganze Familie war im Widerstand. Mein Vater ist im KZ in Dachau umgekommen. Und dies Hören ausländischer Sender, das war für uns einfach so ein in die Welt gehen. Und da ging ich, Transistoren gab es ja nicht, ich baute so einen ganz primitiven Radioapparat über die Skala und da kam dieses Stück. Und das Stück hat mich sofort süchtig gemacht. Ich war sofort on the needle of jazz. Sie müssen sich vorstellen, ich war mit Johann Sebastian Bach aufgewachsen, spielte jeden Sonntag in der Kirche meines Vaters Orgel. Und die Musik, mein ganzes Leben wurde anders davon. Das war Lazy Afternoon von Benny Carter. Und der Lieder spielt ja auch in diesem klaren Ton von Benny Carter. Kein anderer kann das. Boah. Nicht wahr? Sie müssen sich vorstellen, man kann ja sagen, das ist Zufall, dass dieser Junge da am Radio dieses Stück hört. Und solche absurden Zufälle habe ich mein ganzes Leben gehabt. Wer will, der kann das ja zufällen. 1945, ich komme aus dem Krieg herab, völlig abgerissen, hatte nichts mehr und war Portier
Dolmetscher in einem französischen Hotel in Baden-Baden. Und da kommt ein französischer Offizier und fragt mich, ob ich Radio machen will. Ein Offizier, der nichts davon wusste, dass ich meine ganze Kindheit Radio gespielt hatte. Der fragt mich diese Frage, die ich um alles in der Welt gefragt werden wollte. Zufall? Oder 1962, ich war bei einer Zeitschrift, die hieß Twen, eine damals sehr wichtige Zeitschrift. Und da lag auf unserem Redaktionstisch ein Freiflugticket nach Asien. Und der Chefredakteur, der Willi Fleckhaus, dieser große deutsche Grafiker, noch heute ist seine Handschrift zu sehen in den Umschlägen des Surkamp Verlages, der sagte immer, einer von uns muss das Ticket abfliegen. Na, und dabei guckte er auf mich. Na, und dann erbarmte ich mich. Und dann kam ich in indische Ashrams, in japanische Zen-Klöster. Und das hat mein Leben total verändert. Und damit fing das an, worüber ich heute meine Bücher schreibe. Immer diese Zufälle. Ich meine, Rationalisten müssen ganz schön irrational sein, um all das, was für sie unbedingt rational sein muss, für rational halten zu können. Bert, wie geht's denn weiter? Es geht weiter mit einem Stück von Eddie Sauter und auch das hat ja mit dir zu tun. Eddie Sauter war einer der großen amerikanischen Bandleader-Arrangeure, die du für Baden-Baden, für den Südwestfunk, für die Band dort gewonnen hast. Aber das war ja der zweite, nicht wahr? Zuvor gab es Edelhagen, dann gab es Sauter. Wie war die Zusammenarbeit mit Sauter und wieso ist euch eigentlich Edelhagen an den WDR verloren gegangen? Ja, ich hatte ganz schöne Wut auf den WDR. Weil ich hatte dieses Orchester Edelhagen aufgebaut in Baden-Baden und der WDR, damals noch reicher als heute, stellen Sie sich das vor, der holte mir den Edelhagen weg von Baden-Baden nach Köln. Na und da dachte ich, nun muss ich dem Kontra geben. Und dachte, jetzt hole ich einen Bandleader aus Amerika. Heute gibt es das ja häufig, Bill zum Beispiel. Aber damals... Da hat es das noch nicht gegeben, eine deutsche Big Band mit einem amerikanischen Bandleader. Und die meistdiskutierte Big Band in Amerika war das Sauter Finnegan Orchester. Und da holte ich dem Sauter Finnegan Orchester einfach den Sauter weg. Und so kam der nach Baden-Baden und seinen Einstand hatte er auf den Donaueschinger Musiktagen, wo ich damals schon und bis in die 80er Jahre hinein jedes Jahr das Jazzkonzert produziert hatte. Und da war dies das erste Stück, das heißt Tropic of Comingen. Tropic, Sie wissen, Wendekreis des Steinbocks und so weiter. Das war Henry Miller, der damals ja die Leute noch erschrak. Und das ist ihm auch gewidmet. Und Comingen, das ist ein kleines Dorf bei Donaueschingen. Und die Sauter-Familie stammt aus diesem Dorf und ist da vor 100 Jahren ausgewandert. Und wir sind, mit Eddie bin ich da hingefahren, wir haben den Bürgermeister besucht und noch nach Nachfahren der Sauter-Familie geforscht. Und so entstand dann dieses Stück, Tropic of Comingen. Thank you.
fool to want you. I'm a fool to want you. To want a love that can't be true. A love that's there for others too. Such a fool to hold you, to seek a kiss, not mine alone, to share a kiss the devil has known.
Jack Snow N. Die Solisten waren Heiner Viberni, Altsaxophon. Rolf Vollmer, Tenorsaxophon. Gerd Dudek, Sopransaxophon. Olivier Peters, Tenorsaxophon. Dennis McCall an den Drums. Ein Katalysator ist in der Chemie ein Stoff, der eine bestimmte Kristallisierung auslöst, ohne daran beteiligt zu sein. Und im Grunde wollte ich mein ganzes Leben nur das sein.